Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GMS TV. Ja, die Queen ist tot. So viel Pflichtbewusstsein über so viele Jahre ist bemerkenswert und stirbt so langsam aus, würde ich sagen. Naja, ich habe da immer gerne zugeschaut, ist zwar nicht mein Humor und auch hier und da rechts und links nicht, aber ich sag mal, dieser Frau habe ich immer gerne zugeschaut. Ich weiß nicht warum, ist einfach so. Ja. Messe ist vorbei, Caravansalon 2022 ist Geschichte und da wollte ich mich nochmal bedanken, da haben wir gute Gespräche geführt, jede Menge Besucher auf dem Stand gehabt, hätte ich nicht gedacht, dass wir in dieser Zeit jetzt nach dem Virus und in der komischen Zeit, dass wir so viele Leute am Stand hatten, war einfach geil. Ja, meine Partner waren ja zum Teil auch da, zu unterschiedlichen Zeiten. Da bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich, ist ja klar. Und ich wollte in dem Zusammenhang, weil ich auf der Messe oft angesprochen worden bin, hey Mensch Guido, du mit deinen neuen vier Partnern, das machst du gut, endlich mal ein Servicenetz. Da kann man mal hinfahren, da kriegst du ein vernünftiges Angebot, da hat man ein offenes Ohr, da wirst du beraten. Eine Bedarfsanalyse ist bei uns ein riesengroßes Thema. Das ist so wie bei allen Handwerkern auch. Ja, ich weiß gar nicht, warum da immer hinterm Berg gehalten wird mit irgendwelchen Angeboten. Ist auch nicht mein Problem. Wir machen das nicht. Wir machen euch ein vernünftiges Angebot. Eine Bedarfsanalyse, kommt mit eurem Wohnmobil vorbei. Und da wollte ich euch nochmal meine vier Partner vorstellen. Das mache ich jetzt nochmal eben. Ja, die vier hier gehören zum GNSTV Partnersystem. Das sind hochqualifizierte Werkstätten und da kommen demnächst noch ein, zwei oder drei dazu. Ja, dann bin ich angesprochen worden im Einzelnen, also lange nicht mehr so viel wie letztes Jahr. Mensch Guido, bist du nicht mehr in Mönchengladbach? Können wir nicht mehr da in die Werkstatt kommen? Also nein, ich bin nicht mehr in Mönchengladbach. Diese Werkstatt in Mönchengladbach gehört mir nicht mehr. Die habe ich vor 2 Jahren verkauft. Und der jetzige Inhaber macht das da weiter. Und ich habe damit nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr meine Werkstatt. Meine Partner, ich blende jetzt nochmal ein. Wie gesagt, das ist hier und da vielleicht ein bisschen nervig. Aber der Letzte, der soll das natürlich verstehen. Ja, das sind immer noch, aber wie gesagt, ganz, ganz wenig. Und deswegen halte ich mich da auch jetzt gar nicht lange mit auf. Meine vier Partner sind mir wichtig und da kommen demnächst noch Partner hinzu. Und die Werkstatt in Mönchengladbach gehört mir nicht mehr, habe ich nicht mehr und da bin ich auch nicht mehr. So, das dazu. Ja, dann hatten wir Angebote während der Messe. Da fand ich auch ja, im Nachhinein genau richtig gewählt. Solaranlage, Blechkontaktzelle mit 240 Watt, also zwei Module, 120 Watt. Dann hatten wir einen Victron-Regler dabei, Smart-Regler, ja, das Ganze fertig montiert zu einem vernünftigen Preis, ist weggegangen wie warme Semmeln, also Wahnsinn. Gott sei Dank haben wir genug bestellt. Ich hatte ja vorher erwähnt, dass wir die dreifache oder vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, die dreifache Menge mit Sicherheit beziehungsweise vierfache Menge bestellt hatten, war natürlich ein paar Mark, hat sich aber auch ausgezahlt. Ja, wir brauchen keine Preiserhöhung weitergeben, ja, und wir haben hier noch Material da, ja, das ist bei verschiedenen anderen nämlich in Hose gegangen. Die haben nichts und müssen auch noch teuer verkaufen, was sie nicht haben. Ja, also das ist ein Schema, was hinten und vorne nicht funktioniert, wenn du da vorher nicht drüber nachdenkst. Das haben wir nicht. Dann hatten wir die Schindeltechnologie. Schindeltechnologie, zwei Zandbauermodule mit 100 Watt das Stück, 1 Meter lang nur an 54 cm breit, Hochleistungsmodul. Wie gesagt, Schindeltechnologie, auch mit Victron Smart Regler. Das Ganze fertig montiert für 1.595 Euro. So, da haben wir uns entschieden, weil der Zulieferer mich angesprochen hat, während der Messe, wie es läuft, weil wir uns ja mit der Bestellung weit aus dem Fenster gelegt hatten im Vorfeld. Und ja, ich sage, ich bin fast ausverkauft, was Schindel angeht. Und er sagte, ich habe das Gleiche getan wie du im Mai. Ich habe die vierfache Menge bestellt. Ja? Also manche Leute machen einem das nach, was ja auch nach hinten dann auch zum Vorteil wird. Da haben wir gesagt, weißt du, was wir machen? Wir halten den Preis, weil der den Preis auch hält. Also, warum sollten wir nicht mal was weitergeben? Ich habe gesagt, wir machen
Wir machen das und wir ziehen das durch und dieser Preis gilt bis zum 31.12.2022, also bis Silvester. Ja, bis dahin ist noch jede Menge Zeit. Ja, das kann man noch als Weihnachtsgeschenk verschenken, sowas. Ja, oder sich überhaupt ordern und sich dann nächstes Jahr einbauen lassen. Ja, ich sag mal so bis April, Mai halten wir den Preis, wenn du das bis Ende Dezember bestellst. Also ich fand auch, Zulieferanten haben hier und da echt einen guten Job gemacht, ja, auch mal, um mal was weiterzugeben, weil ich habe doch kein Problem mit. Warum? Ich könnte natürlich jetzt sagen, oh, das ist alles nicht lieferbar und ja, aber ich verkaufe euch trotzdem für 17 Euro, also was den Scheiß machen wir nicht. 15,95, fertig montiert in allen unseren TV-Läden, 4 an der Zahl, das ist einmal Grimma, das ist einmal Bettbursch, Bockhorn und Leck oben in Schleswig-Holstein. So, das dazu. Steht auch auf unserer Homepage noch, könnt ihr nochmal dort anschauen, die Daten und die Homepage und das Kontaktformular blende ich hier nochmal ein. Ja, also für den einen oder anderen, der sich jetzt ein Wohnmobil gekauft hat oder will schnell noch nach Spanien fahren jetzt im Winter oder hat gemerkt, das ist ein bisschen zu wenig, was er auf dem Dach hat, einfach dazulegen, ja, als separaten Kreis, alte Anlage behalten, separaten Kreis machen, aus unserem Angebot oder die Black-Kontaktzelle, das ist natürlich Kundenwunsch und dann geht es ab nach Spanien und dann hast du da auch eine schöne Zeit, ohne 7, 8, 9, 10 Euro am Tag für Strom zu bezahlen. Da hält man nämlich mit hinterm Berg und das kann gar nicht anders sein. Ja, wenn ihr dir da zusammenrechnest und ein bisschen rechnen kannst, kann das gar nicht anders sein. Also ich kann euch dann nur empfehlen, jetzt im Moment können wir die Preise noch gut gestalten und wird jetzt nicht mal, das ist selber schuld, sage ich immer. Aber wir haben genug, wir setzen noch niemanden unter Druck. Überlegt euch das gut und dann ruft er mich an, beziehungsweise schreibt mir Kontaktformular. Den Partner könnt ihr euch, wie gesagt, aussuchen. Ja, dann haben wir noch den Sonnengott. Ja, der Sonnengott. Der ist, Prototyp ist fast fertig. Ich bin total begeistert. Wir haben das nochmal geändert. Das gefiel mir an zwei Stellen nicht, das Ding. Ja, wir haben eine Diebstahlsicherung haben wir hier eingebaut. Die gefällt mir nicht, das war mir zu schlabberig, das habe ich nochmal erneuern lassen. Und die Aufsteller habe ich auch nochmal erneuern lassen. Wir haben die Aufsteller doppelt verstärkt. Das heißt, dazu gibt es dann noch ein Highlight, wenn ich das Ding vorführe, da ist der absolute Knaller, das Ding. Hat keiner. In der Form hat dazu keiner. Wird natürlich sofort nachgemacht, wird wieder dran, das ist mir klar. Das ist aber nicht schlimm, das kann man ruhig so machen, weil das auch eine gute Sache ist. Also, ich kann dir nur zeigen, im Planungszustand, das mache ich jetzt nochmal eben. Black-Kontaktzelle, 120 Watt das Stück, also zweimal 120 sind 240 mit Victron-Regler, das ist die Anlage, die wir auch immer aufs Wohnmobildach bauen. Und nochmal die Einblendung vom Victron-Regler mit 17,1 Ampere Ausbeute in der aufgestellten Version. Der Hersteller behauptet, wenn man es aufstellt und nachrichtet, haben wir eine Faktor 3. Faktor 3 bedeutet, zwei Platten ausrichten und nachführen sind so viel Ausbeute wie 6 liegende Platten auf dem Wohnmobil. Wer also dazu laden möchte, kann mit dem System natürlich einiges schaffen bei Faktor 3. Da ist natürlich einiges einzuladen, wenn man dann keine Zeit hat, das nachzuführen. Ja, mein Gott, dann lässt man das. Ja, das ist ja keine Pflicht. Aber wenn ich dann am Wohnmobil vorbeikomme oder ich habe einen halben Tag bin ich mit Fahrrad gefahren und ich sehe, ah, die Sonne steht da, der ist noch nach da ausgerichtet, dann drehe ich das halt ein bisschen, ja, das ist keine Pflicht, aber wir sind ja alle nicht stundenlang vom Mobil weg oder tagelang, ja, vielleicht machst du mal einen Ausflug, ja, okay, dann ist es ja gut, aber du hast immer die Möglichkeit, an dem Gerät rumzureißen und das auszurichten und das ist so stabil geworden, dass du das auch bei einem kleinen Sturm draußen stehen lassen kannst. Auch im Regen, da kamen auch viele Fragen, alles aus Edelstahl, alles nicht rostend, Aluminiumrahmen, Aluminiumaufsteller, also alles, was rosten könnte, haben wir gerne erst verwendet. Regler ist individuell einsetzbar, entweder direkt am Modul, als kompaktes System mit Zangen, dass man irgendeine Batterie laden kann. Das spielt überhaupt keine Rolle, welche Batterie, ob eine Lithium-Batterie, eine saure Batterie, eine Gel, eine AGM, spielt überhaupt keine Rolle. Kann ich alles per Handy einstellen. Das ist super einfach und macht richtig Laune. So, das ist die einfache Art. Dann gibt es die vorbestellte Art. Du kannst das Ding so konfiguriert bestellen, dass du zum Beispiel den Regler fest eingebaut bekommst als zweiten, dritten, vierten Kreis, spielt überhaupt keine Rolle, mit Schnellschusskupplung. Ja? Dann
kuppelst du das Ding ein und fertig. Oder du kannst das so bestellen, dass du eine Außensteckdose hast. Das ist die eleganteste Form. Das ist natürlich wieder mit Kosten verbunden. Aber wer das gerne so elegant haben möchte, der kann das natürlich haben. Das bieten wir natürlich alles an. Ja, Ding aus der Heckgarage, stellst das auf, nimmst dir den Stecker, zack, ins Auto, fertig. Alles andere ist vorkonfiguriert und vormontiert und gibt es im Haus GMS TV Partnerbetriebe. Ja, das dazu, wie gesagt, ich kann euch im Moment und ich werde euch auch im Moment nur die Fotos zeigen, wo wir es geplant haben, wie es in etwa aussieht. Was man da sieht, davon ist nur die Platte an sich, also das Modul an sich, ernst zu nehmen. Alles andere ist dran gebaut, um mal eventuell zu zeigen, wo es darum geht, aber das wird ganz anders, viel solider, viel schicker und hammerhart aussehen. Ja? Auch die Verpackung, die wir dafür bauen, ist einzigartig, gibt es auch nur bei uns. Da bin ich auch sehr stolz drauf und ja, fragt das Ding nach. Wie gesagt, wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, 20 Stück verkauft. Ja, während der Messe 10 und jetzt nach der Messe nochmal 10, bin ich schon mal 20. Ich hatte eigentlich nur 10 geordert. So, um mal bis Ende des Jahres vorzustellen. Ja, ich bin da immer etwas zurückhaltender, aber wir haben jetzt gesehen, wo die Reise hingeht. Ich habe jetzt einen Betrieb engagiert, der das macht, ja, der baut die so zusammen, wie ich die haben will und auch in der entsprechenden Stückzahl, aber erst lieferbar in der entsprechenden Stückzahl ab Ende Oktober. Aber vorbestellen kannst du das Ding natürlich jetzt schon, ja, ich mache euch ein Angebot, Preis steht noch nicht auf der Homepage, das will ich auch noch nicht, das ist mir alles, ich sag mal, von Zulieferanten und Mitbewerbern ist mir das alles zu viel. Schick mir einfach eine Mail, schreib's drunter, schick mir einfach eine Mail, ja, dann mache ich den Angebot, zeige ich dir, was das kostet, weil es ist ja unterschiedlich. Ja, wenn er dir jetzt so eine Außensteckdose einbauen lässt bei unserem Partnerbetrieb, dann kostet das natürlich mehr, als wenn du den Universalkoffer kaufst, wo du zwei Klemmen hast. Und du kannst natürlich nicht nur zwei Klemmen auf eine Batterie setzen, wenn du zum Beispiel der Ducato-Sitz da oben drauf hängt. Da verursachst du einen Kurzschluss und deswegen kannst du zu uns in die Werkstatt kommen, dann machen wir dir das vernünftig, ohne dass es irgendeinen Kurzschluss gibt oder dass du irgendwelches Theater mit irgendwelchen Kabeln hast, die da wild im Wohnmobil rumliegen. Also das würde so nicht gehen, das bieten wir in einzelnen Schritten an und deswegen wissen wir, dass wir den Preis verkünden werden. Das werden wir auch kurz vor Weihnachten machen, auch öffentlich, auch auf unserer Homepage, aber jetzt im Moment nur per Nachfrage. Also Leute, ich bin hellauf begeistert im Moment, ja, was da so sich tut und wir tun aber auch einiges für euch. Ja, wir werden immer Bedarfsanalysen machen, nicht 3, 4, 5, 6 Batterien irgendwo reinstellen, so nach dem Motto, ja, da ist wohl eine zu viel, ja, dann funktioniert das schon. Das machen wir natürlich nicht. Wir haben qualitativ hochwertiges Material im Programm, wo wir auch uns auf eine Bedarfsanalyse verlassen können. Da sind ein paar Prozent Sicherheiten eingerechnet, so wie ich das bei mir im Wohnmobil gemacht habe. In dem Sinne kann ich euch nur raten, meldet euch bei uns, nehmt Kontakt mit uns auf. Ich blende alles nochmal ein. In der Zwischenzeit versuchen wir, den Sonnengott zu pushen von der Quantität her. Qualität ist da, also Stückzahl, damit ich euch auch für die Weihnachtszeit beliefern kann. Ein paar Stück kann ich natürlich mit nach Spanien mitbringen, das werde ich natürlich auch tun. Er wird ihn da auch zeigen, weil da natürlich noch interessanter ist als sonst. Ja? Die Sonne steht tief, die ist 1 Million Kilometer weiter weg als im Sommer, das ist so. Und damit kannst du natürlich mit diesem aufgestellten Sonnengott der absolute Wahnsinn da erreichen. Das werde ich euch zeigen, da werde ich verschiedene Standorte wählen, verschiedene Ausrichtungen wählen, wie oft ich das am Dach gemacht habe. Ja, das ist ja auch für mich neu. Ich weiß, dass das funktioniert, das haben wir ja gezeigt. Ne, aber so richtig austüfteln kann man das natürlich, wenn man Zeit hat in Spanien, das werde ich auch machen. Ich kann euch aber beruhigen, wer da bestellen möchte, der kriegt das auch nach Spanien geschickt. Das haben wir nämlich alles schon in die Wege geleitet. Auch in die Schweiz ist der Versand möglich, haben wir alles schon geregelt. Also in dem Sinne, macht's gut, lasst es euch gut gehen, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Euer Guido von GMS TV.